So, hallo und herzlich willkommen back to Let's Oh, Play schreib mir doch noch mal nicht so ins Buch. Minecraft. Und ja, heute mit Playgames German und Albert, also Ricardo. Also Was nun? Playgames German, Ricardo und Plegen, Albert. Sherman und Albert, genau. Genau. Heute mal wieder aus meiner Perspektive. Ich habe keine Steine mehr, Scheiße. Ja. Das ist scheiß Tür. Welches hässliche Haus? Dieses mit diesem Birkenholz. Das ist doch Hühnerstall, habe ich gestern gebaut. Sieht scheiße aus. Das ist besser. Aber hier die Verzauberung ist jetzt ja schon bezahlt gewesen, ne? Ja, die Verzauberung ist bezahlt gewesen. Er wollte nämlich gestern verzaubern, hatte 30 Level und naja. Da stand ich da mit meinem Diamantschwert und da hat er halt eben einen Witz bekommen und deswegen konnte er dann nie mehr so verzaubern. Ich hatte aber dann 30 Level und habe dann hier mein Diamantschwert verzaubert, habe jetzt ein Feuer drauf und was habe ich noch drauf? Das ist das mehr. Feuer und hier Plünderung 2. Also ein richtig schönes Schwertchen. So, Hühner. Ist jetzt hier ein Huhn abgereckt? Keine Ahnung, ich bin gerade mit Slimes beschäftigt. Scheiße, ein Huhn hat dich umgebracht. Ahahaha, vielleicht zu eng? Leute, die machen, Alter. Nein, 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 nein. Ich hab doch zu viel Obsidian. Mir fällt jetzt auch gerade keiner ein, wer vielleicht noch heute Abend mitmachen könnte. Ich bin heute Abend definitiv verhindert. Ja, du hast ja eh gesagt, dass du nie mitmachst, weil du zu noobig bist. Das kommt dazu. Ich bin immer noch hier. Dauernd jedes Mal, wenn ich hier lang renne, tue ich beim Felix an seiner Festung, an dem Berg, der hier so, dieser Dreckberg, der hier ist, immer was künstlich noch weiter abtragen. Achso, Albert, ich habe mir mal erlaubt, bei dir aus der Kiste Saplings zu nehmen und habe die Claire angepflanzt, okay? In deinem Haus, oder was? Nein, nie in deinem Haus. Das war doch schon hier hinter dem Berg, damit wir die noch haben. Wo sind meine, warum sind meine Dias weg? Suchst du 7 Dias? Ja. Lol. Und zwar war es gestern ganz lustig, ich bin auf dem Server gejoint mit Einzellagen vor mir, einfach vor mir rum. 7 Dias und eine halbe Eisenrüstung. Das könnte aber von, das ist meins. Also die lagen einfach so hier praktisch wie der Dreck, was jetzt hier lag. So lag das rum und keine Ahnung wieso. Auf alle Fälle fehlt die Hälfte an dem Haus. Ja. Du hast nie viel mehr gebaut, du warst bloß damit beschäftigt, die Steine hier wegzumachen. Ich habe mehr Wolle gepflanzt eigentlich. Also ja, vielleicht lag es daran, dass weil ihr mit euren Hex hier rumgerannt seid, dass du so dann nicht so zufrieden war und da hat er einfach irgendwelche Sachen weggelassen. Weil wir spielen ja hier nicht auf Buckets, sondern wir spielen auf Vanilla. Und da lohnt sich's auch nie. Wenn du Vanilla spielst, kannst du auch einen 300 Gigabyte Slot, nee, hier, 3 Gigabyte Server haben und trotzdem, Vanilla ist jetzt nicht besonders groß ausrüstbar. Ich weiß, ich will schon. So was sie noch so sehr. Mal gucken. Chaser. Sozusagen. Was ich jetzt brauche, ist was zu retten. Wir sind dazu expensive, also ich kann mein Fire Sword mit meinem Sharpness-Schwert nicht kreuzen. Das finde ich scheiße. Hahaha. Was kostet das hier? Nein! Was hast du gemacht? Ich habe ein. Ja, ein Block falsch gesetzt, der zufälligerweise Kloster war. Und da kriegt man Ja, ja. aber du brauchst nie erst abernten, hier in der Kiste ist nicht mehr viel. Okay, doch, du brauchst abernten. In der Kiste ist kaum noch Getreide. Das wusste ich gerade nicht, war der Meinung, wir haben noch gut genug Getreide. So. Ausgeleuchtet. Schäf dir mal kurz mit. Gut. Da ist der Raum dann erstmal fertig. Oh, wir brauchen eine Hohe. Ich hole mal eine Hohe fix. Wird schon wieder nach. Wir haben keine Hohe mehr. So.
So und so. Zwei Türen. Hier, wie macht man denn so in Button? So ein Knopf. Ja. Ich glaube, da brauchst du Cleanstone. Cleanstone. Und dann zwei nebeneinander. Probier's uns aber auch mal mit Cobble, ich will es gerade. Mit Cobble geht's nicht. Ja, brauchst du Clean. Dann level ich eben noch ein bisschen. So. Ich will erstmal hier die ganzen Dinger wegmachen. So. Vollkasten hätte ich nur gehabt. Ich muss jetzt so erstmal wieder Cleanstone farmen gehen, weil ich ganz viel Cleanstone für mein Haus brauche. Ich habe zum Glück eine Skill-Touch-Diamant-Spitzhacke, das ist jetzt nicht das Problem. So, und jetzt... zwei Buttons und... so. In Ordnung. Aber lass den nicht hier down stellen, frei, Albert. Du machst doch schon alles hier. Mein Zwerg ist weg. Oh, ein Samen fehlt mir. Es rauscht schon wieder im Hintergrund. Ja. Lass es rauschen. Weißt du eigentlich, ob bei, bei The Walls, ob es da irgendwie verboten ist, Teams zu bilden? Hat der Felix da was gesagt? Eigentlich besteht The Wall aus Teams. Ja, wir sagen, wir sind ja zu wenige, deswegen wird es ja keinen Sinn machen. Ja, eigentlich würde es. Eigentlich müsste man mit Teams spielen. Ja, ich weiß schon. So, legen wir mal das. Nehmen wir jetzt mal kurz drei Stacks Samen raus. Ja. Das Thema Samen hatten wir ja erst gestern. Weinhaus, sehr interessant. Auch Holz. Irgendwie habe ich in letzter Zeit übelst das Holz probiert. Ist ja geil, man kann Kisten übereinander stellen. Geht das jetzt wieder? Das hatte ich gestern in einem Video gesehen, was du dir zufälligerweise angeguckt hast, dass ich bei dir mal war. Und da wollte ich es jetzt mal ausprobieren. Es geht. Aber ich hätte deutlich mehr Speicherraum jetzt. Haha. So. Mal gucken, dass ich weiter Cleanstone machen. Oh, ich habe so viel Kohle noch am Start, also das kann ich einfach mal alles in die Öfen packen und da geht das dann noch ohne Probleme. Ich finde ja cool, dass man sich so übelst gut leveln kann mit Stein backen. Ich gehe nochmal ein bisschen farmen. Wobei ich will es jetzt eigentlich nie ums Leveln machen, sondern mir geht es im Augenblick eher darum, mache ich es eigentlich bloß, damit ich jetzt hier weiter, damit ich mein Haus bauen kann, was ich mir gerade so ausgedacht habe. Weil, wie macht man grüne Wolle? Muss man Kaktus schmelzen, oder? Ja. Okay, dann muss ich meine Wüste. Aber zuerst muss ich mal meine Schafe weiter poppen lassen. Zuhälter. Boah, mein Hühnerstall brauchst du einfach bloß reinhalten und klicken. Hilfe, Kuhn, geh runter. Habt Spaß. Nein, nicht da rein. Nee, los, komm her. Gut, so ein Sechs, ich brauche Holz. So, Hühnchen, wer hier reinrennt, der stirbt. Halt, ich lasse erstmal meine Tiere fortpflanzen. Lol. 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 Leckt schon wieder. Mhm. Ja. Ja, schmatzt hier. Du. Ich nicht, nö. Boah, es geht denn bei Skype ab? Ganz Zeit angeschrieben. Oh, ich könnte auch mal meinen... Garten ernten. Boah, Alter, wie will? Hast du dir das ganze Getreide rausgeholt, Albert? Nein.
Ich hab mir gerade bloß. Ich hab die ganze Zeit abgeerntet. Ja, weil jetzt irgendwie sau wenig Getreide in meinem Vorrat. Man hat hier mutwillig einen Grasblock bei mir auf die Weide gesetzt. Ja, es gibt so was, das nennt sich, glaube ich, Enderman. Sollte ich dir jetzt noch irgendwas Level 3 verzaubern? Danke für die Antwort. Ja, du könntest mein Schwert nehmen. Das ist Level 3 verzaubern. Muss mir mal geben. Am besten du kommst mal bei mir im Garten vorbei. Bin gerade am Stein abbauen. Das Dumme ist, warum hast du eigentlich gestern mit dem Felix irgendwie die ganze Zeit diskutiert, warum du dir keine 1.5 runterladen willst? Ja, weil es das nichts bringt, weil die Nitratos sowas sind noch auf 1.7. Und das hat der Felix gar nicht gewusst. 1.4.7, so, das meinte ich. Auf die Version sind die ganzen... Achso, du meinst jetzt, die meisten Server sind doch schon auf die 1.5 umgestiegen. Ja, aber nur die Nitrado-Server und die meisten Server sind halt eben irgendwelche anderen Server. Und er hat ja auch bloß einen Nitrado-Server und er hat gerade gesagt, naja, da müssen wir halt eben auf 1.4.7 zocken. Der Nitrado sagt, Mitte März kommt wahrscheinlich 1.5 für... Okay, dann frage ich mich, wie es bitte... Ich zock auch auf dem City-Bildserver und der ist auch von Nitrado und die haben schon die 1.5.1. Ja, du kannst bei Nitrado andere Bucket-Devs oder wie auch immer die heißen hochladen, aber sobald du eine davon hochlädst, übernimmt Nitrado keine Versicherung mehr, dass dein Server einwandfrei läuft. Und die haben wahrscheinlich irgendeinen Modder genommen und der hat das gemacht. Ja, wenn man Geld hat. Ich weiß, dass es geht, aber sobald du damit immer eine andere Version als Nitrado freigibst, haben die keine, geben die dir keinen Support mehr und übernehmen auch keine Haftung mehr, falls irgendwas mit dem Server passiert. Da steht nämlich so ein AGBs. Ich will schon. Und deswegen habe ich gesagt, brauche ich ja nie updaten. Und es gibt die auch bei Bucket.org, glaube ich, für die 1.5 schon. Ja, bloß Nitrado hat es noch nicht. Ricardo? Könntest du dein Mikro mal ein bisschen runterregeln? Wieder. Weiß ich nicht. Kann man das nicht irgendwo bei Skype einstellen? Weil du bist ziemlich vordergründig momentan zu hören. Ich rede aber gar nicht laut. Im Vergleich zu Albert aber. Albert redet lauter. Genau. Muss ich wieder alles tun. Genau. Albert, du bist immer der Böse. Leige Boss. Da rede ich halt eben leise. Das wäre nett. Hörst du mich? Ja. Okay. Bin schon wieder am Bein Berg abtragen. Du hast so mit dem Dreck, oder? Ja, hier gab's Staden. Überlegt sogar gerade, ob ich hier sogar mein Haus hinbaue. Also, du wolltest ja ein neues Haus bauen. Das ist bald ein bisschen weit entfernt von meinem alten Standpunkt. Ich wollte doch schon ein bisschen in der Nähe bleiben. Sonst trollen wir dich. Na nee, bei dem anderen ist ja mein Lager drin und ich würde gerne irgendwie die Häuser verbauen und so, ne? Ich habe auch schon mein Plänis jetzt angefangen irgendwie, das muss ich eigentlich auch nochmal komplett wegreißen. Ich fühle dich gerade auch vordergründig. Warte. Options. Machen wir einen Sound off besser. Er muss wieder was in Minecraft machen, ne? Muss wieder in Minecraft irgendwie dein Feld abändern oder so. Jetzt häng ich wieder an meinen Backtüren fest. Boah, Junge! Scheiß Tüne. Bist du gerade irgendwie bei dir daheim? Na klar, immer noch.
Ja, da würde ich... Oh, scheiße, hier kommt schon wieder der Melon. Ah, nee, ich warte, bis alle weg rum sind.